Jo, hallo. Ich zeige euch, wie man ein Kurzvideo in Filmora erstellt. Hier haben wir erstmal das Medienfenster, wo alle Mediendaten kommen, Vorschau und dann Timeline. Ja, da fangen wir an. Dann importieren wir unser Video. Gehen wir hier, gucken uns das jetzt mal an, ob das das Richtige ist. Ja, sieht nicht schlecht aus. Den importieren wir hier rein. So, da ist er. Und von hier aus per Drag und Drop können wir das dann oder auch direkt an der Timeline droppen. Und zwar so. Dann fragt er, ob der Format angepasst werden soll. Medienabgabe, Projekteinstellung, Mama 1920 zu 1080, genau. So, das haben wir jetzt hier. Jetzt können wir das angucken. Ja. Da ist schon brauchbares Material. Alles klar. So, und dann möchte ich Musik einbinden und das mache ich folgendermaßen. Ja. So, Musik hätte man hier. Downloads. So, jetzt hatte ich zwei zum Auswahl. Und zwar einmal Shopping Street. Hören wir uns das an. Oder ist der andere Talkline. So, den Talkline, das passt gut, super dazu. Dann per Drag and Drop hier rein und per Drag and Drop an den Timeline befestigen. So, so jetzt gucken wir uns das an. Aber jetzt möchte ich, dass die Musik leiser anfängt, also ganz leise bis zum normalen Volumenniveau. Und dazu bräuchte ich diesen Schieber. Den schiebe ich hier hin. In etwa, da sieht man, dass das von leise bis Normalvolumen geht. Schauen wir uns das an. So, und jetzt mache ich das insgesamt leiser, weil sonst hört man meine Stimme gar nicht. Okay, jetzt gucken wir mal. So. Passt. So, und dann möchten wir einen Einspann. Und zwar ein Titel. Da gehen wir auf Text, Titel. Dann nehmen wir nehmen wir den da. Ja, den schieben wir hierher. Und dann geben wir einen Titel. Machen wir Andy. Bei Andy. Genau. Und hier ist das Video. Erstes Video, genau. Und da sieht man, dass die Alignment nicht so gut hier ist. Dann tut man die ein bisschen rüberschieben. So in etwa. Und so in etwa. Jetzt schauen wir uns das an. Anfang und los geht's. Okay, jetzt fangen wir an, den Film zu schneiden. Jetzt gucken wir uns, was wir wegschneiden. So,
Aber so schnelle Bewegungen, die schneide ich auf jeden Fall weg, weil das ist unprofessionell. Ja, na, das geht noch. Da. Das brauche ich. Ah, Moment. Jetzt noch einmal. Das ist grenzwertig, aber lassen wir das. So, okay. Diese Bewegung brauchen wir nun mal gar nicht. Also, dann gehen wir wieder zurück. Und von hier, also einmal schneiden. Und dann bis wohin? Jetzt gucken wir mal. Bis hier. Ein bisschen zurück. Bis hier schneiden wir. So, und das kommt jetzt weg. Mit entfernen Taste. So, und jetzt schauen wir uns das an. Ah, da kommt auch eine Drehung. Moment. So, hier eins zurück. So, von hier aus schneiden und weiter geht's. Das Brauchbares. Nun gehen wir ein bisschen zurück. Bisher. Und das kommt hier weg, diese ganze. Okay, dann ziehen wir den nochmal dorthin. So, jetzt schauen wir uns das an. Und, was war da? Dann machen wir hier einen Cut und schmeißen den Rest raus. Oh. Achso, ja, man muss erstmal auf den Timeline natürlich klicken. Bisher. Cut und den Rest weg. Nun merken wir, dass die Musik über den Timeline geht, also über das Video. So, dann holen wir uns den, machen wir kleiner. Das geht gut, das geht so. So, aber nicht zu klein. Ich möchte die Musik noch haben, wenn da der Abspann kommt. Moment, machen wir den nochmal ein bisschen plus plus. Das ist der Zoom. So, machen wir den noch ein bisschen kleiner. So. Die Maus ist an. Hat sich irgendwie geändert. Dass die Musik zu Ende leiser wird. Dann holen wir uns den. So. In etwa. Gucken wir uns dann. So. Ja, passt. Und hier machen wir einen Abspann. Stop. Hier, Abspann. Abspann war. Hier war okay. Abspann hier. Machen wir irgendwie
Ja, es gibt einige hier, ich glaube 14 Stück oder so. Nimm mal den. Genau. Mal hier oben. Genau so. Und hier kommt dann Directed by. So, schauen wir uns das an. Moment, von hier aus. Gut, ist okay. Man kann das ja immer besser machen, sicherlich. Okay, was wir hier haben, sind die Übergänge. Die Übergänge sind meiner Meinung nach sehr wichtig, so weiche Übergänge. Zum Beispiel hier am Anfang kommt so eine Nokardie ein. Da möchte ich ein weiches Übergang. So, schauen wir uns das an. Ja, gut, und hier auch. Also machen wir das Übergänge auch hier. Da und Moment, machen das ein bisschen größer. Na, da will er nicht richtig. Na, okay, gut. Dann lassen wir das so. Und dann auch am Ende. So. Okay, jetzt schauen wir uns das ganze Video nochmal an. Ja, ungefähr so. Okay, das war's. Ah, nee, nee, das war nicht. Ich wollte noch ein paar Effekte zeigen. Und was ganz lustig ist, sind die Lutes. Hier ist zum Beispiel Cold and Harsh. Den kann man, Moment, den zeige ich kurz, wie man das einsetzt. Und zwar so. Und dann schauen wir uns die Effekte an. Das. Ja, genau. So, das wird so ein bisschen, ja, ein bisschen heller. Oder nehmen wir den weg. Und dann tue ich mir diesen cool Film. Ne, wo war dieser eine? Ja, den kann man da stellen. Und jetzt geht ja, das ist ein bisschen so dramatischer. Die sind recht, die kann man auch kaufen, glaube ich, die Lutes. Das heißt, da gibt es Hula-Hoops. Ja, nehmen wir den wieder weg. Und, ja, was machen wir da? Teal Orange, das kenne ich nicht. Gucken wir uns, was das macht. Nicht viel. Nicht viel. Custom Loot, cool Film. Dann machen wir den so, dass das Ganze, den kann man auch schieben. So. So. Dann haben wir das von, also in diese Sektion, oder Sequenz. Okay. Gut, das war's. Vielen Dank und tschüss.